Ja, liebe Frau Illner, ich habe ja noch ein bisschen hin bis zur Rente. Ne? Ich darf ja mit knapp 67, also Stand vor der Wahl. Nach der Wahl wird auch da die nächste Katze aus dem Sack hüpfen, dann kommt die Rente mit 70. Und wenn die Rente mit 70, wenn man sie dann noch erlebt, zum Leben nicht reicht, auch egal, weil da hat ja Frau von der Leyen zuckersüß wie immer schon als großen Erfolg verkündet, dass man sich dann im Alter noch ein bisschen was dazu verdienen darf, steuerfrei. Hallo, es gab mal den Begriff Ruhestand, das wohlverdiente Erholen von jahrzehntelanger Arbeit. Das ist vorbei. Womit wir auch schon bei den Löhnen wären. Gehen wir mal von einem Stundenlohn von knapp 11 Euro aus. Dann berechnet sich nach 40 Jahren eine satte Monatsrente von knapp 600 Euro. Hey, da können wir es richtig krachen lassen, oder? Interessant ist, dass diese 11 Euro immerhin noch 2,50 Euro über dem anvisierten Mindestlohn liegen. Der, glaubt man, Leuten wie Herrn Bahr unser Land in den sofortigen Untergang treiben würde. Ein Viertel der Deutschen arbeitet heute im Niedriglohnsektor. Das heißt, schon jetzt müssen sich viele ihre paar Euro vom Staat aufstocken lassen, die Rente später sowieso. Löhne und Renten, die mit Steuergeldern auf ein lebenswertes Maß gepusht werden müssen. Herr Bahr, das muss doch für die Leute von Ihrer neoliberalen Kombo von der FDP ein Graus sein, dieser Gedanke, dass der Markt doch nicht alles von ganz alleine regelt, ne? Nicht mal Pflege und Gesundheit. Ja, nein, die Altersarmut kommt. Die einzigen, die davon ausgenommen sind, sind die Pensionäre. Ist das nicht toll, dass ein Pensionär heute beim Nettohaushaltseinkommen im Durchschnitt auf Platz 3 liegt, obwohl er gar nicht mehr arbeitet? Vor ihm findet man nur noch die Unternehmer und die Beamten. Und da frage ich mich, warum die SPD, Frau Schwesig, nicht einmal ein Wahlkampfthema gesetzt hat, das gerockt hätte, nämlich dass alle, und zwar ausnahmslos alle, in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen müssen. Im Ruhestand bekommen Beamte im Vergleich zu normalen Rentnern beinahe dreimal so viel Geld. Bis 2050 muss der Staat fast 1 Billion Euro für die Versorgung seiner pensionierten Beamten ausgeben. Die Frage an Sie alle drei und ich bitte mit einem Ja oder mit einem Nein zu antworten. Herr Bahr, vielleicht fangen Sie an. Ist es eigentlich gerecht, dass Beamte dreimal so viel Pension bekommen wie ein normaler Arbeitnehmer, dann nicht mal Rente erreicht, gegebenenfalls auch aktuell gar nicht verdient? Ist das fair? Ja oder nein? Ja, weil Rente sich danach bemisst, wie die Beiträge gezahlt worden sind. Und Pension bemisst sich an dem letzten Lohn, den man bekommen hat. Das sind in den meisten Ländern so, dass Staatsbedienstete Beamte sind und deswegen eine besondere Fürsorgepflicht des Staates ist. Mhm. Das heißt aber nicht, dass nicht Maßnahmen wie längere Lebensarbeitszeit oder Sparmaßnahmen wirkungsgleich bei Beamten wie bei Rentnern vollzogen werden müssen. Das ist richtig. Das war jetzt ein bisschen mehr als ein Ja. Frau von der Leyen, ist es fair oder ist es nicht fair, dass Beamte eine dreifache Rente bekommen im Vergleich zu einem normalen Arbeitnehmer? Ich weiß gar nicht, was Sie da vergleichen, denn der Beamte und der normale Arbeitnehmer, das ist nicht vergleichbar. Ein Polizist oder jemand in der Justizvollzugsanstalt. Die Durchschnittsrente liegt bei 900 Euro. Aber wenn Sie vergleichen, was zum Beispiel ein Polizist leistet oder wenn Sie vergleichen, was eine Lehrerin leistet, die Beamtet ist, oder wenn Sie vergleichen, jemand in der Justizvollzugsanstalt, dann müssen Sie das mit einem Angestellten vergleichen, der ein ähnliches Ausbildungsniveau hat und eine ähnliche Arbeit macht. Und Sie sagen, die Arbeitnehmer sind nicht so gut ausgebildet. Und der zweite Punkt, der noch mal wichtig ist, wenn man immer sagt, alle in die gesetzliche Rentenversicherung, das ist doch eine Milchmädchenrechnung. Wenn alle in die gesetzliche Rentenversicherung kommen, dann erwerben die alle auch Ansprüche. Das heißt, dann muss die junge Generation später umso mehr für die gesetzliche Rente einzahlen. Und diese Rechnung geht nicht auf. Ich finde, wir müssen auch fair den Jungen gegenüber sein, dass die nicht zu viel Lasten zum Schluss haben. Ich versuche zu übersetzen. Das war ein Ja von der Bundesarbeitsministerin, dass es fair wäre. Wir wollen uns jetzt mit der Frage befassen, wie es Rentnern in diesem Land heutzutage eigentlich geht, Herr Bahr. Auch da gibt es eine aktuelle Zahl. Gut 1 Million Rentner verdienen etwas dazu, müssen etwas dazu verdienen. Sagen Sie, das ist so eine Art gesteigerte Konsumlust oder warum machen die das? Nein, viele möchten ja auch gerne länger arbeiten. Manche müssen es, um ihren Lebensstandard geahnt, zu sichern. Dass Sie das sagen. Ja, aber ich finde das ja auch Quatsch. Warum müssen wir eigentlich so starre Altersgrenzen haben? Und warum darf nicht jemand, der schon als Rentner noch fit ist und gerne auch was zu tun haben möchte, sich was hinzuverdienen möchte, um was zusätzlich zu leisten, warum wird dem eigentlich so eingeschränkt, dass er etwas hinzuverdienen darf? Wir wollen diese starren Hinzuverdienstgrenzen abschaffen. Ich glaube, wir müssen, wenn wir die demografische Entwicklung, die alternde Bevölkerung bewältigen wollen, viel flexibler werden, dass Menschen eben auch dies können, auch länger arbeiten können, wenn sie das wollen. Und andere, die aussteigen wollen, aber Grundsicherung mindestens haben,
frühestens ab 60 auch in Rente gehen können. Ich halte nichts von diesen starren Grenzen, die alle Arbeitnehmer gleich machen. Arbeitnehmer sind unterschiedlich und deswegen sollen sie auch ihren Bedürfnissen und Wünschen entsprechend selbst entscheiden, wann sie in Rente gehen und ob sie da noch zusätzlich etwas verdienen. Darf ich noch mal nachfragen, was macht ein Rentner, der mit 60 in Rente gehen darf? Was macht er, wenn er sich dieses Angebot der Freien Demokraten einfach nicht leisten kann, mit 60 in Rente zu gehen? Nein, entscheidend ist ja, er muss mindestens Grundsicherung haben, sonst darf er nicht mit 60 oder 62 schon in Rente gehen. Aber wir wollen einen flexiblen Eintritt. Bisher ist es ja ein sehr starres Renteneintrittsalter mit Zu- und Abschlägen. Wir wollen, Sie wollen die Freiheit? Ja, wir wollen, dass die Menschen das selbst entscheiden können. Weil, gut, sehen Sie mal, das Alter ist ja deutlich gestiegen seit den 50er Jahren, als diese 65-Grenze eingeführt ist. Wir sind heute im Schnitt 8 Jahre älter. Das heißt, 8 Jahre längerer Rentenbezug. Und deswegen glaube ich, ist es sinnvoll in der alternden Bevölkerung, dass Menschen auch, die es wollen, auch länger arbeiten können. Und das ist eben ein Unterschied. Warum soll man ihnen das verbieten? Frau von der Leyen, Sie halten anders als die SPD an der Rente mit 67 weiter fest und haben nach zusätzlichen Möglichkeiten gesucht, den Schmerz an der einen oder anderen Stelle zu lindern. Sie bleiben aber bei der Rente mit 67. Was ist eigentlich mit Menschen, die das bis dahin nicht schaffen? Zunächst einmal, die Rente mit 67 wird erst im Jahr 2029 eingeführt. Richtig. Und bis dahin müssen wir dieses Arbeit bis 67 mit Leben füllen. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir sehen, dass wir inzwischen Vize-Europameister sind bei der Beschäftigung Älterer. Das hat deutlich zugenommen in den letzten 10 Jahren. Das liegt eben auch daran, dass wir unsere Lebenserwartung länger ist, dass wir sehr viel gesünder sind, als das zum Beispiel die Generation unserer Großeltern im gleichen Alter war. Das heißt, 10 längere Jahre Lebenserwartung allein in den 50 Jahren. Ich finde, davon kann man 2 Jahre mehr der jüngeren Generation auch geben, indem diese von diesen 10 Jahren 2 Jahre länger gearbeitet werden. Mhm. Wenn es nicht geht, dann, also wenn, wie Sie eben sagen, es körperlich nicht geht, dann haben wir die sogenannte Erwerbsminderungsrente und da ist ein Haken drin. Die Erwerbsminderungsrente ist heute zu knapp bemessen. Da hat die man liegt dieses, heute im Durchschnitt bei 607 Euro. Ja, da hat man dieses Aufzählen, dass man weiterrechnet, dass wir ja länger arbeiten inzwischen, über 65, bald bis 67 nicht mitgerechnet. Und wir möchten gerne gemeinsam, dass die Erwerbsminderungsrente aufgebessert wird, damit die Leute auch tatsächlich länger dann ihre Zurechnungszeiten kriegen und eine anständige Erwerbsminderungsrente haben, wenn es nicht mehr geht.